Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge. Heute hier wieder in Strangerville mit unserer Mother in Wildwood Villa und natürlich der WG, die hier drin wohnt. Ja, hallo, das ist Nova. Vielleicht erkennt ihr sie. Sie ist Teenager geworden in der letzten Folge, unser Alien-Mädchen. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt direkt mal mit dem Kasspunkt Full Edit Mode Cheat in den Ersteller ein Sim rein, damit wir da alles verändern können. Und heute das Umstyling komplett machen. Letztes Mal haben wir schon das Alltagsoutfit kreiert. Ja. 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 Ja, das ist das heiße Wetter-Outfit. Finde ich aber auch ganz cool. Ist so ein bisschen lockerer, ein bisschen was mit Drüschen dran, nicht so langweilig. Und das ist so das Alltagsoutfit. Mega hübsch, das Mädchen, oder? Hey, und das mit grüner Hautfarbe, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ich finde das total cool mit dem Kontrast mit Orange und dann trotzdem so was Schlichtes. Ist ein bisschen ladylike, aber trotzdem noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Teenager-mäßig, so ein bisschen locker und, ne? Ja, ja. Ist immer schwierig, finde ich. Die sehen immer so schnell. Das sieht jetzt aus wie Oma, ne? Das sieht aus wie 40 oder so. Und das sieht jetzt aus hier wie 17 oder keine Ahnung, ne? Und, ja, da müssen wir jetzt ran. Schickes Outfit. Oh mein Gott, Nova, was machen wir mit dir? Hilfe. Ja, die macht auch schon, was nimmt er jetzt für mich? Ja, und wenn ich dann das Spiel beende, dann lacht die sich hier den Arsch ab. Also ich würde dir ganz gern, ich finde es immer so ein bisschen, ja, es ist halt, es ist schwierig, ne? Also es ist echt schwierig mit der Farbe, ihr merkt es jetzt auch schon so, das sieht auch ein bisschen aus wie ein Nachthemd. Ich möchte gern so ein bisschen was, ja, nicht so das Top-Moderne nehmen, sage ich jetzt mal. Wir gucken uns das mal an, das könnte so auch passen, das ist ja das Schwierige da dran, weil unsere Nova ist ja so ein Alien, da passt auch so ein bisschen was Futuristisches immer ganz gut, finde ich. Ja, das steht ja aber auch nicht, ne, das kannst du fast nicht bringen hier. Oh, 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 das ist eigentlich ein schönes Kleid. Den Gürtel da und Figur betont, ist ein bisschen breiteren Arsch, sag ich jetzt mal. Da ist es doch, also es ist nicht wirklich ein breiten Arsch, aber ne, ist jetzt nicht die Bodenstange von nebenan hier. Die Schuhe, die lenken total ab. Finde ich ganz cool als schickes Outfit, muss ich schon sagen. Das hat so ein bisschen diesen futuristischen Touch. Vielleicht können wir das auch mixen, dass wir so ein paar Outfits einfach so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ne, schlicht machen. Und dann so ein paar sexy hexy Sachen dazu, oder? Ah, oh, schwarze Schuhe. Wenn jetzt aber so braune gut dazu passen wie der Gürtel. Das gibt's leider nicht. Oder auch so, ja. Das ist ein bisschen wieder, hat ein bisschen was Futuristisches, finde ich. Das ist sehr schlicht halt, ja. Das ist dann wieder ein bisschen Glamour-like. Finde ich auch ganz toll. Das passt auch. Ein bisschen Rubinrot jetzt auch. Das beißt sich so ein little bit mit der Friese. Vielleicht können wir die aber auch für das schicke Outfit so ein bisschen was, ja, das ist ein bisschen zu viel, aber so ein bisschen was Hochgestyltes machen oder so, dass man die langen Haare entsprechend oder so ein bisschen wellt oder keine Ahnung, ne? Wenn das so ein bisschen was stylt eben mit den Haaren. Für das schicke Outfit aber nur. Ja, vielleicht sowas ist auch cool, oder? So, haben wir da jemanden in der Familie mit der Friese hier? Nee, ne? Aber das ist so ein bisschen zu, ja, so fast sogar ein bisschen braver, aber das darf es ja gern sein, bis so eine Abendgarderobe. Da gucken die Öhrchen ein bisschen raus, aber ganz ein bisschen nur. Hier, guck mal da. Ja. Sieht was, also wenn du so spitze Öhrchen hättest. Finde ich ganz toll. Machen wir das mal so. Aha. Da kann ich mit leben. Finde ich sehr gut. Make-up machen wir auch mal gleich drauf. Das passt bei dir ja ganz gut auch. Ich würde dich auf keinen Fall so Alien-lastig stylen, aber ich finde immer auch ganz toll, dass bei den Aliens, da kann man immer ein bisschen mehr schminken, ohne dass es gleich, ich sag das jetzt einfach, bitchig aussieht. Also ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen übertackelt und ja, ihr wisst schon. Und ich denke, dass das funktioniert ganz gut. Und wenn wir jetzt da so einen schönen Schmatzer Lippenstift, guck mal du, da bist jetzt aber voll die Lady geworden jetzt. Aber holla, die Waldfee. Ja gut, die Super Sweet 16 Families Teenager da, die sehen auch immer so aus dann. Wenn die zum Ball gehen, zum Brom oder was. So, das Sportoutfit. Das finde ich ja toll wieder nach hinten. Das ist so richtig schön. Das passt dann auch. Dann würde ich dir irgendwie so ein bisschen mal, das sieht immer auf dem Vorschaubild so schön aus, das Oberteil. Und dann hinterher sieht es aus wie so ein schlimmer Schlabberpulli. Ja, da passt vielleicht bei dir so eine enge, eher so eine Jogginghose. Ein bisschen schlabbermäßig finde ich das ganz gut. Ja, weil das ist jetzt nicht die Bauchfrei-Figur. Das ist wieder total oberflächlich, aber es ist halt auch ein Outfit und kein, die ist cool. Aber das könnte auch dir stehen. So ein bisschen dieser,
Südafrika, Brasilia, Glück. Das könnte nee, das nicht. Das könnte ganz gut aussehen. Bin schon am Ende angelangt. Das ist nämlich, ja, so ein bisschen Papas Militär. Ja, das ist mir zu warm, so ein bisschen zu, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, das könnte passen. Das finde ich, oh, das ist ein bisschen zu viel Orange. Irgendwas Schlichtes, wenn du so eine bunte Hose anhast. Ach, das mit den Farben ist echt kritisch, ne? Also, was du machst, ist da falsch. Grün und Orange, und was kannst du das kombinieren, du? Das war schon immer, die Nova ist wirklich die größte Challenge ever. Das ist eigentlich auch ganz schick. Ja, das gefällt mir auch ganz gut. Wenn wir da eine passende Farbe vielleicht finden, finden wir natürlich wieder nicht. Ist aber auch irgendwie komisch, wenn man da schwarz-weiß nimmt, obwohl man unten da so bunt ist. Aber da gibt es halt echt keine Farbe, die irgendwie wieder aufgegriffen wird. Dann nehmen wir da vielleicht eher was Schlichtes. Machen wir das so, grün und rot? Das ist doch gut. Grün und rot, oder? Wie machen wir das vielleicht? Ja. Ich fand das erste da schon ganz gut, aber das ist noch besser, ne? Das ist noch besser. Können wir das nehmen? Ready, ready for take off. Ja, die passt, das passt natürlich dazu zu der Hose, aber finde ich zu schlabbermäßig. Nicht so viel ist auch nichts, das ist mir wieder zu warm. Stranger will, wie gesagt. Der ist ganz süß eigentlich, aber das sieht schlimm aus irgendwie. Das ist vielleicht noch besser. Das ist wieder so, da hast du wieder so eine breite Hüfte in dem Ding. Lieber das mal nehmen hier. Komm, wir nehmen das jetzt. Ja. Achso, wir müssen hier noch ein bisschen mit Perlen oder so. Was hast du denn? Und hier so eine schöne Uhr, so eine kleine. Oder so ein Reif, so ein Armreif. Auch ein Weiß, Glitzer ein bisschen. So ein Glitzer. Und noch so ein Ring, da darfst du dann den grünen nehmen. Und eine Kette würde da auch vielleicht noch ganz gut aussehen. Wenn wir da ein bisschen was gut Ohrringe, kannst du vergessen, Mädchen. Das ist leider jetzt der... Ja gut, also die normale Frisur würde natürlich auch passen beim Schick. So ist es nicht. Ist ja eigentlich auch so eine Partyfriese. Aber ja. Ich erzähle euch nur meine Gedanken. Den finde ich ganz toll. Den finde ich ganz toll. Haben wir da eine braune Kette oder so eine goldbraune? Ja, die geht schon mal gar nicht mal. Ja, ich würde mal den grünen Stein hier nehmen. Auch wenn wir da wenig Kontrast haben. Das ist so ein bisschen was... Bisschen Magic, ein Medaillon-mäßig. Da ist so ein bisschen was Rundes. Finde ich ganz gut. Ja. Ja. Finde ich sehr gut auch hier. Mhm, da ist keine Schminke drauf. Schlafanzug. Das ist süß mit den Häschen, ne? Ich finde das irgendwie cool. Ich glaube, das lassen wir auch. Ja, die anderen sind voll langweilig, aber oder nehmen wir aber die rosa Häschen, oder? Ja, ich finde das eigentlich voll gut auch schon. Mit den Farben, das Weiß, einfach so ein Unterhemd da, das ist ganz okay, ne? So ein bisschen was. Das ist ganz gut. Komm, dann machen wir das. Finde ich ganz gut, ne? Schlafklamotten. Dann haben wir da das Party-Outfit. Oh, die Jacke. Die ist warm, ne? Die ist sehr warm. Das ist mir zu warm für dich, du. Das ist mir zu warm. Die könnten auch diese Insel-Looks ganz gut irgendwie passen, finde ich. Das könnte schon hinhauen. Sowas, so ein bisschen was. Ne, das ist nicht dieses Futuristische dann wieder, sondern eher das andere. Farben, die machen mich fertig, Mädchen, du. Die Farben machen mich fertig. Ich würde so gerne so ein Orange da nehmen. Du bist irgendwie die Orange, ja, wie die Mama. Wie die Mama, aber die Hose bitte anderes. Oh Gott, der Mimel. Bitte nicht so eine komische Hose. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Schau mal, wir gucken trotzdem noch weiter. Das ist eigentlich schon perfekt. Das kannst du fast nicht bringen. Hier haben wir noch die. Bisschen dunkelrot. Ist halt ein bisschen schicker, ne? Irgendwie so ein bisschen weinrot. Ach, gut. Passt zum BH. Gut, schwarz geht immer, ne? Ist aber ein bisschen langweilig. Wir nehmen die erste. Oder was haben wir da noch für Laufslapeten hier? Wow, Mädchen. Das sieht auch gut aus mit so Brauntönen. Passt zu den Schuhen hier. Wir nehmen die erste, ganz klar. Das ist zwar die Rosie-Hose jetzt, aber die Rosie trägt die ja alltäglich. Und dann nehmen wir so Glitzer-Perms hier. Ja, oder? Ja, ein bisschen Porny. Porny People. Machen wir die schwarz, aber würde ich sagen. Ja, machen wir die schwarz. Passt so gut zu dem Armding da. Das ist so ein bisschen was Freches auch. Durch diese Nieten, das finde ich ganz geil. Der Ring, der muss weg. Ja.
Simgott bewahre hier. Nix gibt's hier. Und die, also wenn wir jetzt da wirklich ein Party-Outfit haben, da brauchen wir doch noch so ein bisschen Ohrringe. Vielleicht nicht gerade die baumeligsten da. Wir gucken mal, was es gibt. Ah. Die Herzchen sind süß. Dann hast du sowas Süßes noch im Outfit drin. Guck mal, immer sowas Süßes, das schwarze Herz. Aber das passt auch zur Hose, wenn man das so ein bisschen schwarzer noch aufgreift. Haben wir jetzt ja öfter hier in dem Outfit. Finde ich ganz gut. Finde ich schon mal ganz gut. Und es hat so was Liebliches und dann diesen Kontrast eben. Die Ohrringe da mit den... Die stehen dir natürlich auch, du. Mhm. Dass du so große freie Ohren hast, dann kannst du da das Zeug hier hinhängen. Das finde ich geil. Jetzt fehlt eigentlich nur noch siehst du aus wie in den 70ern da. Ja, hippie-mäßig auch, ne? Paket passt auch. Passt auch. Es ist halt wirklich so ein bisschen zu hippie mir dann aber, muss ich schon sagen. Aber so eine Sonnenbrille abends, ja gut, ist nicht die richtige Sonnenbrille. Ja, und jetzt noch ein bisschen was Schmuckstückiges. Was haben wir da? Finde ich die ganz toll. Das ist auch wieder dieses, ne, Blümchen, aber schwarz. Das andere ist mir, glaube ich, zu krass. Vielleicht noch so ein Kristallding oder eben wieder das eine, was wir eben hatten. Die finde ich ganz schön. Die ist ganz schön. In grün würde ich die dann aber machen. Dass wir da nochmal dieses grüne... Das ist ein bisschen was Magisches. Und wir sind ja gerade alle ein bisschen Magic Fever. Das ist mir jetzt ein bisschen wieder zu hippie-mäßig. Ne? Das ist so ein bisschen Cordel-mäßig. Selbst gebastelt oder was in die Richtung. Assoziiere ich damit. Ich finde die andere, die hängt jetzt besser. Deswegen nehmen wir jetzt die. Okay. Ja. Nova. Wie siehst du denn aus? Was haben wir da jetzt? Badeklamotten. Oh, das ist auch wieder... Das ist auch wieder gar nicht so einfach. Badeklamotten, da bin ich auch, ja, da würde ich dir ganz gern... Ah, der ist schon cool. Dann gibt es nämlich auch in anderen Farben noch, du. Der ist schon auch schick. Aber die Blambobs im Spiel selber zu haben, finde ich ein bisschen komisch. Das steht ja auch wieder. Sowas ist auch cool. Ja, das ist einfach auch ein bisschen zu viel für Schwimmen, finde ich. Der ist auch gut. Der ist gut geschnitten. Da brauchen wir aber einen schönen Kontrast. Ja, entweder so ein Rot oder so ein Lila vielleicht auch. Und wenn das Lila beißt, sieht auch, das sieht fast aus wie ein Nuggish hier. Nude Look. Oder einen schwarzen. Weiß ist ein bisschen zu wenig. Gelb kannst du da auch nicht springen. Das sieht aus wie ein Frosch. Nehmen da was schwarz hier, oder? Der ist ein bisschen gepresst aus, muss ich sagen, jetzt hier. Ja, die sind blöd. Was haben wir da? Ah. Ja, ein Bikini. Ich weiß nicht, ob dir das hier so, ne? Finde ich ein bisschen zu... Ja, ich weiß nicht. Kommt drauf an, was für eine Hose du hast auch. Da würde ich so einnehmen. Das sieht so ein bisschen auch teenage-mäßiger aus. Ein bisschen, ne? Weniger ist mehr. Und da dann, das ist zu sportlich. Die Hüfte, Himmel, bitte nicht. Das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, wenn man sowas macht auch. Die geht auch. Ja, das ist, die ist ganz gut geschnitten. Guck mal wieder, was das ausmacht hier mit den Hosen. Die formen ja die Hüfte, die Hosen. Das sind so Hüftform-Hosen da. Ja, ja. So, das ist auch ganz schick, ne? Ja, die finde ich jetzt ganz gut. Also, wenn wir ein Bikini machen, dann die, aber ist halt auch ein bisschen langweilig. Deswegen würde ich eher mal so was machen, dann natürlich ins Rot dann gehen. Und dann sowas. Ja, das sieht aus, wenn da irgendein Dreck hängt noch an der Badehose. Wenn dann das hier, das ist so ein bisschen was, ein dunkleres Tuch über die rote Badehose drüber. Also, das finde ich ganz schön. Ja. So, das heiße Wetter-Outfit haben wir ja schon, muss man schon sagen. Ich finde das cool. Wisst ihr warum? Weil es einfach so ein bisschen diesen frechen Look nochmal mit reinbringt, dass wir da noch so einen haben. Und das werden wir jetzt den Sommer übertragen. Das Oberteil könnte ein bisschen heller sein, aber das sieht dann gleich wieder zu Oma-mäßig aus, wie gesagt. Deswegen würde ich das ganz gern zu dunkelblau lassen. Und wir können aber hier noch ein bisschen Accessoires dazu machen, dass es nicht so ganz so nuggisch aussieht. Ich würde dir ganz gern ein, ja, so ein paar Dinger da, so ein bisschen, was ist für das Orange von da unten nochmal aufgreifen. Der muss da irgendwie nochmal hoch. Vielleicht gehen wir auch hier nochmal rein und ziehen dir nochmal so ein paar kleine Ohrstecker oder so an, die nicht zu heiß werden, wenn die Sonne drauf strahlt.
Vielleicht auch nur so einen oder so. Das ist vielleicht auch ganz cool. Ah, das sind die Doppelten. Da gibt es auch einzeln irgendwo. So eine Feder oder irgendwas, so eine Ice Cream. Das ist so ein bisschen was Süßes, Teenager-mäßig, wie gesagt. Ne, dass das so ein bisschen noch in die Richtung geht. Aber die gibt es nicht in Orange. Ja, das ist ein bisschen blöd. Irgendwas Witziges halt noch. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen was Verspielteres. Genau, das Wort habe ich gesucht. Ein bisschen was Verspieltes. Dadurch siehst du dann, ja, wieder aus einer Teenagerin. Das finde ich immer ganz schwierig. Teenager haben nicht wirklich passende Klamotten in diesem Spiel. Das ist irgendwie, weiß auch nicht, ne? Die Amis ziehen sich ja auch immer sehr erwachsen an. Also ich fand jetzt die, also die Ringe wären da, glaube ich, auch ganz cool. Wieso gibt es die nicht als heißes Wetteroutfit? Man fragt sich das. Trägt man keine Ringe bei heißem Wetter? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich finde die eigentlich ganz schön. Das ist so ein bisschen was Schlechtes. Ringe. Ja, ne? Noch nicht der Klunker. Den kriegst du nach der Hochzeit oder so. Oder sowas hier. Ja. Die Blambo-Ohrringe sind jetzt auch nicht dabei, ne? Kann man natürlich auch nehmen. Die gibt es auch sogar in Orange. Guck mal an. Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen kitschig. Vor allen Dingen sind gar keine richtigen Blambos. Die sind ja Platten. Die sind ja so platt. Wenn die dann den Kopf bewegen, die hängen dann gar nicht nach unten, weil die stehen dann so ab. Die den Kopf bewegen, weil die bewegen sich nicht mit die Ohrringe. Also die hängen nicht immer gerade nach unten jetzt, um das mal so zu sagen. Ja gut, die gehen gar nicht. Die anderen ist zu viel. Die Blümchen, oh, ich weiß auch nicht. Die finde ich auch ein bisschen zu groß irgendwie. Das sind ein bisschen Riesen-Oschi-Dinger. Ein bisschen kleiner werden die ganz süß, oder? Was sagen die Mädels hier? Gut, die Stecker, die passen auch. Das finde ich auch ganz gut, aber die Ringe finde ich da noch besser. Also das ist echt nicht so einfach. Ja, da ist so ein bisschen mit Orange hier mit drin. Ein bisschen Metall. Ach, das ist blöd, ne? Also ich glaube, ich nehme die Ringe. Ich finde irgendwie, das steht hier. Keine Ahnung. Frag mich nie, warum. Schwarz, einfach simpel hier. Keep it simple. Und noch ein süßes Kätzchen. Irgendwas Kleines. Irgendwas Kleines Schmetterling oder so. Ach nee, das war bei den Kindern, ne? Irgendwas Süßes muss da noch hier. Nicht so was Großes. So ein Herzlein. Vielleicht, wenn wir das farblich passend finden. Naja, gut. Das passt farblich gar nicht. Ja, wenn wir das vielleicht metallic nehmen. Ja, das brennt ja auf der Haut auch, ne? Wenn das sich aufheizt, du. Heieiei. Dann lieber irgendwie sowas. Das könnte noch Stoff sein. Weiß es nicht. Wie das so ein schöner blauer Kristall nochmal ist. Eigentlich hätte ich das Orange jetzt da oben gerne nochmal irgendwie drin. Dann nehmen wir das. Ja, das ist dann trotzdem irgendwie süß. So ein bisschen schick dann auch. Und aber trotzdem schön locker luftig hier, ne? Ja. So, und wenn's mal kalt wird, da brauchst du nicht diese Ohrringe, du. Das sieht ja aus wie Eiszapfen an der. Da nehmen wir. Da können wir aber gern Ohrringe nehmen. Wie gesagt, ich finde das voll schön. Da können wir. Komm, dann nehmen wir doch solche da. Die sind ganz cool. Ja. So ein bisschen was, wenn man dann rausgeht in den Schnee, ein bisschen Spaziergang macht. Und ich finde diese Jacke auch schon ganz toll. Muss ich schon sagen, da würde ich dann aber auch wieder die dunkel, also diese, ne, diese Weinrote da nehmen, wie auch immer. Und entsprechend aber nicht diese Strümpfe, Mädchen, ne. Kannst du mal gerade knicken. Dann müssen wir dir schon so eine Leggings anziehen. Und da würde ich aber, was würde ich denn? Ich würde mal, was ist denn das für eine? Hey, so ein bisschen mit Future Look. Future Look. Nee, einfach so eine Dinge muss schon warm sein, ne? Nehmen wir das in weiß. Hey, Mädchen, zieh diese Strümpfe aus. Ich kann dich jetzt mal hier aber nicht hier verteidigen dafür. Schon wieder dieser Augenring. Was für ein bescheidenes Ding. Echt mal. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht, die Stiefel. Würde ich aber vielleicht in schwarz machen auch. Und an den Accessoires, da können wir den Ring bitte entfernen. Und die Handschuhe, die machen wir auch schwarz. Ja, machen wir das klassisch. Ja, bisschen was. Wir brauchen ein bisschen was Verspieltes. Ist ja immer noch ein Teenager. Ich finde das immer lustig aus. Das hat auch so was Individuelles, wenn man da vielleicht nochmal so eine Mütze aufzieht. Finde ich gerade in rosa. Ja, yeah, voll Feuerrot.
Nee, in weiß oder so. Also, dass man das wirklich so ein bisschen noch, ja, so ein bisschen lustig macht, sag ich jetzt mal. Ein bisschen lockerer, nicht so dievenmäßig. Dann sieht so aus wie so eine aufgetackelte Trulla da. Ich würde weiß machen. Ich würde echt weiß machen. Das ist auch süß. Dann geht deine schöne Frisur so ein bisschen irgendwie verloren. Finde die ist besser. Offen, Gesicht, frei. Ja. Wir gucken jetzt nochmal durch. Leute, liebe Leute. Ja, unser Genius, unsere angehende Ärztin, muss das auch so ein bisschen im Hintergrund behalten. Vater ist Militär, Mutter ist Archäologin. Ist jetzt nicht so die Bürohengste oder die, ja, klassischen, sage ich jetzt mal, Langweiler. Und ich denke, das haben wir ganz gut getroffen, unser Alien-Mädchen. Ich freue mich wirklich. Ich finde es voll toll. Also für das, wie schwierig das jetzt war, bin ich dann doch zufrieden, muss ich sagen. Ja? Also es ist ja echt nicht easy irgendwie, die Mischung da auch zu finden. Und deswegen, ich finde das ganz toll. Das ist auch schön. Ich finde das halt, also fürs Alltagsoutfit, wenn wir das sieht hier irgendwie zu alt aus. Weil da haben wir noch das Make-up vergessen. Da müssen wir noch ein bisschen hier was machen hier, oder? Ist auch schwierig immer mit den Augen, weil die Augen da so schön machst, so ein bisschen blau, das sieht bestimmt auch gut aus. Nee, wir machen das nur schwarz, oder? Ein bisschen dunkelbraun vielleicht auch. Das Bräunliche ist ja auch ein Orange, ne? Quasi ein dunkles. Wenn wir da die Augen schön dunkel machen und dann vielleicht nochmal so einen Lippenstift, dann sieht das nochmal ein bisschen verruchter aus, aber nicht so knallig. Ein bisschen was Leichteres. Was haben wir denn da noch? Wir doch so einen da nehmen. Und dann dieser grüne Dinger da auf der grünen Haut, finde ich ganz gut. Das mischt sich mit dem Grün, das kannst du gar nicht richtig abschätzen. Ja, so ein bisschen glänzig nur ist auch gut, ne? Machen wir das doch so. So ein bisschen nur glänzig, oder? Oder so ein bisschen mehr Party. Mädchen, gehst du auf Party? Dann können wir endlich mal den orangenen Lippenstift nehmen. Die Entwickler denken schon bestimmt, ach, die Leute wollen keinen neuen Lippenstift. Die nehmen eh nie alle. Die haben sie noch nie benutzt. Niemand nutzt diesen Lippenstift. Wir benutzen den jetzt heute. Ja? Ja. Aha. Das ist da der Unterschied. Das ist matt, das glänzen. Wir nehmen den glänzenden, oder? Aber der dunkle ist ja, der sieht halt besser aus, ne? Farblich. So ein bisschen weniger kontrastreich wäre mir auch ganz recht hier. Mann. Ist es denn so schwierig? Der ist sowieso ein bisschen zerkrell. Der vielleicht dann. Der hat ein bisschen mehr Nude-Look. Den da, aber das ist ein bisschen zu pink. Wenn man das dunkle Rot nimmt, hat man mehr wieder den BH aufgegriffen, ne? Oder das, ne? Da drunter da. Muss ja nicht der BH sein. Das ganz dunkle passt auch gut. Wir nehmen das dunkle. Nur die Nacht. Du erhältst die Nacht mit deiner Hautfarbe. Okay. Also nochmal hier. Alltag, so ein bisschen leicht geschminkt. Schickimicki, hier ist so ein bisschen Fett da drauf. Dann haben wir da das Sportoutfit. Da ist natürlich nichts drauf hier. Dann haben wir so ein bisschen Party-Ausgekleidung. Finde ich ganz geil. Dann haben wir hier das Badeoutfit und das heiße Wetteroutfit und das kalte Wetter. Ja, wir haben das so ein bisschen in Mischung. Ne? Manchmal ist es so ein bisschen aufgetakelt, manchmal ein bisschen jugendlicher. Und ich denke, das ist eine gute Mischung. Was denkt ihr? Bitte mal schreiben. Das war's für heute hier im Let's Play mit unseren Families. Wir gucken mal weiter, wie sich die Story weiterentwickelt. Ja, unsere Lila, die macht nicht mehr so viel mit. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den anderen Families. Das ist nochmal Glück gehabt. Unsere Luna, die Mama natürlich auch. Von der hast du die Hüfte, du geerbt, hey. Unsere Sky. Wow, wie die aussieht ja dann in Sim-Form. Dann haben wir unsere Hanna natürlich hier im Sportoutfit. Unseren Jaggy, immer noch so sexy hier, ne? Unsere Sky, Cowboys vs. Aliens. Ach, ich liebe euch. Und unsere Nova. Und nicht zu vergessen natürlich noch unseren Pudel. Habe ich dir jetzt gerade was hier verändert oder was hier? Oh. Unser Pudel, Lingoli. Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Das war's. Bis zum nächsten Mal hier im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Danke. Ciao.